Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Zurück hier bei Borgward dem II. Im Jahr 1279. Borgward steht kurz vor der Erfüllung seiner großen machtpolitischen Träume, Ambitionen, nämlich der Übernahme der schwedischen Königskrone. Dazu hat er die entsprechenden Besitztümer erobert und er hat den zweiten wesentlichen Schritt getan. Er ist zurückgekehrt zum Katholizismus. Das, ich erwähne es nochmal, ist vor allem machtpolitisch motiviert. Er war auch vorher kein überzeugter Fratizeller, aber auch die Beibehaltung des fratizellischen Glaubens war zu dem Zeitpunkt noch von Nutzen für ihn. Und nun ist eben der andere Weg der nützlichere. Insofern geht er diesen. Und ich glaube, das kann man auch ganz gut so interpretieren, dass er natürlich einige Wellen hier schlägt, einige Aufregung machtpolitisch in Europa verursacht durch seine ganzen Aktivitäten, und diese Wellen, die will er glätten durch diesen Weg, indem er zurückkehrt in die katholische, große katholische Familie. Wir müssen dementsprechend noch ein paar Anpassungen vornehmen, aber jetzt nochmal zur Erinnerung, der große Schritt, den können wir noch nicht gehen, die Übernahme des Königreichs Schwedens ist noch nicht möglich, weil der schwedische König selbst noch in einem Krieg ist, und zwar einem Krieg, den unsere Vasallen ausgelöst haben. Gräfin Gurli und Herzog Ranwald kämpfen einen heiligen Krieg gegen Schweden, Italien, Frankreich und den Deutschen Orden, und ich halte es für undenkbar, dass sie diesen Krieg gewinnen können. Ich vermute, dass er auch nicht mehr so lange andauern wird, weil wenn Frankreich seine gesamte Macht hier in die Waagschale wirft, dann ist das Ganze eigentlich schnell vorbei. Hoffen wir das. Wir können das nicht stark beeinflussen, meines Erachtens. Hoffen wir das, denn das bedeutet, wir können endlich diese Krone an uns reißen. Okay, jetzt gibt es einige diverse Sachen, die wir vorher noch erledigen können in der Zwischenzeit. Eine andere Geschichte hat unser König bisher außen vorgelassen, aber die ist durchaus machtpolitisch interessant. Und nachdem er jetzt diese schwierigen Kriege und Entwicklungen hinter sich hat, widmet er sich dieser Angelegenheit. Und zwar geht es um Aquitanien und England. Diese beiden Kronen, die miteinander verbunden sind durch die Verbindung dieser beiden Häuser. De Laval und Godi. Das sind zwei unabhängige Könige, also Königin Esclamonde und König Albrecht. Allerdings, wenn die sterben, erbt Prinz Zwerka von England alles, wenn ich das richtig sehe. Der erbt also sowohl den englischen Titel hier Prinz Zwerka als auch die aquitanische Krone. Warum ist das interessant? Interessant ist das deshalb, weil die dritte in dieser Erbreihenfolge ist Edla Godi. Edla Godi ist diese Dame hier, Prinzessin Edla. Und die wiederum hat unseren Haupterben geheiratet. Die beiden haben auch schon ein Kind, Borgward Philipson heißt er, ein Hede. Und das heißt, wenn wir es hinkriegen, dass sie das Ganze erbt, wird irgendwann dieser hier alles erben, wenn nichts dazwischen kommt. Das heißt Norwegen, Schweden, falls es klappt, England und Aquitanien. Ein riesiges Reich würde er unter sich vereinigen, und das ist natürlich nochmal eine hochinteressante machtpolitische Perspektive. Das bedeutet allerdings, wir müssen zwei Leute ausschalten, und ich glaube, unser König hat da keine Hemmung, dies zu tun. Wir werden also beginnen, einen Mordkomplott gegen Prinz Zwerka zu unternehmen, der selbst nur in Anführungsstrichen Hofkaplan von England ist und Befehlshaber, selbst kein Land besitzt, so wie es aussieht. Also schauen wir mal, wie gut das funktionieren wird. Wir werden diese Verschwörung starten. Wird sie uns direkt angezeigt? Ja. Wird sie uns? Wir werden mal automatisch einladen und werden mal ein bisschen weitermachen und mal schauen, wer hier schon dazukommt. Erstmal noch nicht viel, zwei Leute möglicherweise. Oh, und was sehe ich dort? Das Königreich Schweden kann jetzt schon übernommen werden. Ist dieser Krieg tatsächlich beendet worden? Wartet mal. Tatsächlich. Okay, großartig. Gut, aber jetzt lasst uns erstmal diese Sache zu Ende bringen. So, wir werden jetzt alle möglichen Leute beschenken und gehen davon aus, dass sie mit den entsprechenden Mitteln ausgestattet dann sehr bereit sind, hier mit daran zu arbeiten, dass dieser Mann verschwindet. Ja, manchmal ist das sehr teuer, wie zum Beispiel bei Herzog Odo oder Herzog Waldemar. Aber ich denke, es ist es wert, hier alles einzusetzen. Alle, die hier in Frage kommen,
auf diese Art und Weise zu überzeugen. Da sollten wir weit über 100, ich denke schon über 150% Verschwörungsstärke kommen. Und dann heißt es abwarten und hoffen, dass es bald einen, ja, einen erfolgreichen Versuch geben wird. Gut, Leute, jetzt, okay, jetzt mal, oh, wir haben, ach, ich habe noch so viel anderes zu tun. Aber das ist natürlich jetzt ein großer Akt. Das ist ein großer Akt. Wir können tatsächlich diesen Titel übernehmen, Königreich Schweden. Der Moment ist gekommen. Wir tun es. Es kostet uns nur 100 Prestige und 200 Gold. Und damit ist das vollzogen, Leute. Damit ist das vollzogen. Nun ist das Ziel erreicht. Unser König ist König von Norwegen und König von Schweden in Person. Ja, und das bedeutet, wir haben neue machtpolitische Optionen, denn wir können uns mal angucken, das Königreich Schweden. Nein, das wollte ich mir nicht angucken. Hier, das Königreich Schweden. Das ist das de jure Gebiet des Königreiches. Das heißt, all dies hier gehört rechtmäßig dazu und das, das verleiht uns natürlich einen weitaus größeren Einfluss, jetzt diese Dinge zu erobern. Das macht die ganze Sache einfacher. Aber nicht nur zu erobern. Wir können vielleicht auf andere Art und Weise diese Gebiete bekommen und das versuchen wir jetzt gleich mal, indem wir direkt die Leute ansprechen, ob sie bereit sind, hier unter unsere Fittiche zu gehen. Er ist nicht bereit. Wir versuchen es mal mit einem Geschenk. Vielleicht verbessert sich dadurch die Sache. Ah, sieht nicht so aus. Okay, wie sieht es hier aus mit diesem kleinen Gebiet? Kinder. Interessant ist, ah, okay, der scheint relativ mächtig zu sein. Der hat so eine Art Herzogtum, Kleinkönigreich. Interessant ist, dass der, ach so, das ist der ehemalige König, ja. Der ist jetzt nur noch Kleinkönig, ist aber immer noch tributpflichtig dem Franzosen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ich dachte, indem das Königreich verschwindet, verschwindet auch die Tributpflicht. Aber offenbar ist die persönliche Natur ganz interessant. Der wird vermutlich Nein sagen, genau. So, haben wir denn überhaupt jemanden, der Ja sagen wird? Wir haben ein Kind, Herzog Ragnar. Haha, der wird Ja sagen. Und der bringt uns gleich 3 Grafschaften mit ins Reich. Das ist doch hervorragend. So, das gehört wem? Das gehört auch zu Herzog Ragnar. Dann sind es 4 Grafschaften, die wir gleich dazu bekommen. Das ist ja wunderbar. Und das gehört dem ehemaligen König. Okay, da gibt es dann keinen Zugriff drauf. Und das ist nicht Teil von Schweden. Aber wir können trotzdem anfragen, ne? Ah, das gehört auch noch Arne. Wow, der hat ja viele Besitzungen. Besitztümer. Okay, da heißt es dann nochmal einen größeren Krieg zu führen und ich hoffe, Frankreich wird sich nicht einmischen. Gut, Leute, das wir jetzt erstmal, ich muss jetzt mal nacheinander die Punkte abarbeiten, sonst wird mir das zu viel. Also das nächste, was wir dringend machen müssen, wir müssen, weil wir jetzt nun katholisch geworden sind, sollten wir bei wichtigen Personen im Reich versuchen, sie auch wieder katholisch zu bekommen. Das stärkt die innere Stabilität des Reiches. Das betrifft vor allem jetzt auch erstmal unsere Söhne, Graf Philipp zum Beispiel. Der ist bereit, das zu tun. Sehr, sehr schön, unser Haupterbe. Prinz Östen ist nicht bereit, oder? Er ist nicht bereit. Habe ich nämlich vorher schon mal geguckt, aber das ist relativ nah dran. Wir können ihm mal ein Geschenk schicken. Vielleicht überzeugt ihn das dann. Ja, jetzt ist er bereit. Okay, dann habe ich, gehen wir mal weiter, Prinz Bror, das ist interessant, der ist ja Abt, fratizellischer Abt. Konversion, er ist bereit. Er war offenbar nicht sonderlich überzeugt, der fratizellische Abt. Ingehalt, um den müssen wir uns gleich auch noch anders kümmern. Der ist nicht bereit, ist es knapp? Können wir auch hier ein Geschenk senden? Nee, ich habe einen anderen Weg, wie wir ihn vielleicht auf unsere Seite bekommen können. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Also, wir haben noch einiges vor. So, das wäre es bei den Kindern. Die anderen sind noch nicht erwachsen. Unsere Geschwister, auf die haben wir, glaube ich, keinen Zugriff. Oder? Hier sie? Nee. Dann ist es jetzt noch wichtig, dass wir uns die großen Vasallen nochmal anschauen. Dass wir da was tun. So, wir haben Geire von Nidaros. Den werden wir mal anfragen. Nein, überhaupt nicht bereit, dies zu tun. Der ist auch inzwischen ziemlich sauer, dass er nicht Mitglied des Rates ist, was ich verstehen kann. Und er ist eigentlich kein schlechter Mann. Aber wir haben im Moment keinen Platz frei. Na, müssen wir mal gucken, wie wir mit ihm umgehen. Hans ist schon katholisch, Sigurd ist katholisch. Auch noch ein Mächtiger, der uns aber wohlgesonnen ist.
Ranwald ist katholisch. Okay, das ist alles kein Problem. Dann haben wir Gregor. Der wechselt, das ist gut. Dann haben wir Mats, den Herzog von Orkney. Der wechselt nicht. Könnte allerdings knapp sein. Schicken wir nochmal ein Geschenk. Ja, jetzt ist er bereit. Sehr schön. Dann haben wir. Gehen wir zurück. Wo waren wir jetzt gerade? Bei Mats, ne? Dann haben wir den Herzog von Island, der ist schon katholisch. Den Herzog von Norland, den hatten wir gerade. Glaube ich zumindest. Ja, ich denke, halt hier unten war noch jemand. Die Grafen, die lassen wir erstmal nochmal so laufen. Die Herzogin von Agder. Können wir sie überzeugen? Nein. Ich weiß nicht, ob ein Geschenk da was ändern wird. Versuchen wir es mal. Kostet uns nicht viel. Nein, genügt nicht, aber das wird mit der Zeit dann kommen. Okay, diese Geschichte haben wir erledigt. So, jetzt das nächste. Und zwar, ihr habt hier gesehen, wir haben einen Sohn, der zwar nicht anerkannt ist, aber der unser Sohn ist und den wir vielleicht doch noch ganz gut verheiraten können. Oder? Ich habe nämlich eine Partie hier mir ausgeguckt. Es geht nochmal um Frankreich, das Powerhouse der Welt, so muss man es bezeichnen. Hier gibt es nämlich einen, hier wechselt die Dynastie. Und zwar auf die Anjou. Und hier, dieser Anjou-König, der hat eine Tochter. Trüd. Sie ist 12. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, nehmen wir unseren Bastardsohn oder nehmen wir unseren anderen. Ich will hier nämlich ein Verlöbnis arrangieren. Wir könnten Ingjald oder Harald nehmen. Ich glaube, ich nehme lieber Harald. Wir suchen für unseren Bastardsohn noch eine andere Partie. Hier wird aber auf jeden Fall das positiv beschieden und wir heiraten dort nochmal ein. Okay, soweit jetzt dazu. Dann, wir sind immer noch nicht am Ende dessen, was ich erledigen will. Wir können hier noch eine rechtmäßige Einkerkerung vornehmen. Und das will ich tun. Ich will diese Frau entmachten, einfach weil Borgward an dieser Grafschaft interessiert ist. Senden wir mal und tatsächlich, sie greift zu den Waffen. Und das bedeutet, wir können sie, denke ich, relativ einfach besiegen und dann diese Grafschaft dann später übernehmen. So, technologischer Fortschritt, gehen wir Legalismus die nächste Stufe. Das heißt nämlich, wir können bei den Rechtsänderungen, aber das geht im Moment nicht wegen Bürgerkrieg, können wir auf das Maximum dessen gehen, was die Städte und Adligen abgeben müssen. So, wir müssen einen Befehlshaber benennen. Ja, das machen wir. Wir haben einen ganz guten hier wieder. Stan, den Graf von Blekinge. Und wir haben noch einen, sehe ich. Da können wir hier den Neuner vielleicht rausnehmen. Sven, den Graf von Oppland. Ach nee, das war ja der Hofspitzel, den wollten wir nicht nehmen. Aber wir nehmen Dan, den Bürgermeister. Auch eine Verbesserung. Gut, wir sind bedrohlich. Reichsfrieden ist durchgesetzt und wir können Verbündete rufen. Soweit dazu. Dann noch was. Ich habe hier gesehen, dass wir hier auf diesem Weg Schüler von Satan anlernen können für 150 dunkle Macht. Das hatte ich falsch interpretiert. Dann werden wir das auch mal machen. Vielleicht kriegen wir hier noch einen interessanten Verbündeten. So, ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, erstmal das Wichtigste übernommen oder erledigt. Nee, die Königskrone ist übernommen. Wir warten jetzt erstmal. Okay, Bror weigert sich zu konvertieren. Das überrascht mich jetzt. Okay, na gut. Dann hat er doch ein bisschen. Prinz Philipp weigert sich auch? Was ist denn hier los? Warum weigern die sich alle? Hat sich da plötzlich irgendwie was dramatisch verändert? Hä? Die waren doch alle der Meinung. Das ist ja verrückt. Da wurde doch überall angezeigt, dass sie dabei sind. Okay, das verwundert mich jetzt. Na gut, mal sehen. So, hier gibt es sogar eine kleine Armee, die wir besiegen müssen. Die wird vermutlich dorthin ziehen, dann werden wir auch dorthin ziehen. Und jetzt warte ich aber vor allem auf die Antwort dieses Grafen. Aber erst einmal kommt ein treuer Diener an. Bannmagier Kettil ist ein versierter Hexer und versteht sich bestens im Umgang mit den heiligen Geheimnissen der schwarzen Magie. Kettil, was bist du für ein. Oh Gott. Ich dachte, jetzt kommt hier mal ein wirklich talentierter an, aber.
Da hatte ich mir jetzt was Besseres vorgestellt. So, aber das ist jetzt hier keine Enttäuschung, denn Herzog Ragnar kommt jetzt in unser Reich. Und das ist jetzt eine wesentliche Vergrößerung. Auch die Ehe wird geschlossen, beziehungsweise die Verlobung zwischen Harald von Norwegen und Trude d'Anjou. Sehr schön. Auch das ist erfreulich. Und hier schließt sich offenbar jemand an. Eine unserer Gräfinnen, Gräfin Gurli von Östergottland, schließt sich an. Okay. Ja, auch kein Problem. Dann werden wir auch sie bekämpfen. Noch eine Grafschaft, die dann in unsere Hände fällt, die wir dann nutzen und vergeben können. Wir haben 6 auch ja unter eigener Kontrolle. Insofern passt mir das eigentlich ganz gut. Wenn es hier noch weitere kleine Revolutionäre gibt, die haben den Schuss nicht gehört. Die wissen hier nicht, wie der König agiert und welche Macht er inzwischen besitzt. So, der Sieg ist unser. Wir marschieren dementsprechend dort rein, belagern. Genau, und auch hier, haha, wir wollen hier, ach so, ja, genau, das ist der Weg, um dorthin zu kommen. So sieht's aus. Wie sieht's hingegen aus mit unserem Komplott? Wartet mal, das gucken wir uns hier an. 149. Ist da nicht noch jemand dabei? Nee, die anderen sind nicht bereit. Na gut. Okay. Dann hoffen wir das Beste, dass das bald funktionieren wird. Zum Wohle unseres Sohnes und Enkels. Und es gibt tatsächlich einen Verteidigungspakt durch Prinz Arne von Schweden, dem Kleinkönig. Er nennt sich immer noch von Schweden. So, wie kann ich mich auf meine Generäle verlassen, wenn sie weniger als ich vom Kriegswesen verstehen? Ich könnte Olaf 1 oder 2 Dinge beibringen. Ja, sehr schön. Olaf wird Anführer, der Marschall wird Anführer der schweren Infanterie. Und das Ganze wurde von ihm dankend angenommen. Sehr gut. So, da haben wir gewonnen. Das heißt, wir ziehen jetzt natürlich hier rein, um zu belagern. Hier wird schon belagert. Versuchen wir das möglichst schnell hinter uns zu bringen. Diesen kleinen Bürgerkrieg. Die erste Belagerung ist durch. Sehr schön. 42% zu unserem Gunsten. Wir können eine weitere rechtmäßige Einkerterung durchführen. Was ist hier passiert? Es gab erstmal ein Erbe. Akter, alles klar. Und Herzog Hans. Oh, hier gab es ein großes Erbe, glaube ich. Herzog Hans, ich bin mir sicher, ich glaube, er ist ziemlich mächtig geworden. Ja, ich glaube, er hatte vorher nur diese 3 Grafschaften und jetzt hat er dieses ganze Herzogtum dort im Norden bekommen. Er ist Berater. Okay, das soll er auch bleiben. Das ist okay, aber irgendeine offene Ratsposition haben wir jetzt. Wir brauchen einen Kämmerer. Ich würde ja gerne Herzog Gerr integrieren. Er ist kein großartiger Kämmerer, aber aus machtpolitischen Gründen werden wir ihn in diese Position setzen, würde ich sagen. Und weil er eben nicht so talentiert ist, lassen wir es mal mit dem Steuern eintreiben. Das haben wir im Moment auch nicht nötig. Er soll mal einfach das Reich entwickeln. Das ist, glaube ich, soweit in Ordnung. Gut. Was ist hier los? Arne von Hedmark. Den können wir... Ja, das bringt uns den Stammsitz der Familie gewissermaßen zurück. Vielleicht. Wir gucken mal, ob einfach ein Titelentzug möglich ist. Nee. Dann versuchen wir ein Einkerkern. Okay, das hat geklappt. Das heißt aber, jetzt ist kein Titelentzug möglich. Nee. Nur wenn er die Revolte starten würde, dann wäre das möglich. Nun gut, das nützt uns im Moment nichts, das lassen wir mal. Ja genau, nämlich Herzog Ranwald ist gestorben und Herzog Hans hat das geerbt und hat halt jetzt dementsprechend mehr Herzogtümer. Eigentlich müsste er aber was abgeben, weil 3 Herzogtümer dürfte er gar nicht halten können. Prinz Harald, dem geht es nicht gut, wir lassen natürlich den Hofarzt kommen, schauen nebenbei auf unsere Belagerungen. Und der Sieg von Stegeborg bringt uns auf 68% in diesem Bürgerkrieg. Borgund bringt uns 100% am 2. Januar 1280. Und damit ist die Sache schon geritzt. Wir können die Forderung erzwingen. So,
Und wir können auch diese Dame, wenn ich das richtig sehe, können wir einkerkern. Zumindest versuchen, beziehungsweise nein. Wir können einfach den Titelentzug durchziehen, weil sie ja offen rebelliert hat, mitrebelliert hat. Und das ist genau das. Also, wir legen ihr das nahe, sagen wir es mal so. Sie muss da noch einverstanden sein. Okay, warten wir das mal ab. Auf jeden Fall haben wir das und das. Gut, jetzt könnten wir eigentlich gleich hier, wir werden nochmal hier anfragen. Er ist immer noch der Meinung, dass das eine schlechte Idee ist. Wir müssen jetzt leider die Truppen, glaube ich, auflösen. Sonst können wir nicht weitermachen, wenn wir dann Kriege wollen. Ihr kommt hier runter. Und wir schauen jetzt erstmal, wie sie reagieren wird auf den Entzug. Ja, es schmerzt sie, aber es ist vollzogen. Okay, damit haben wir zwei Grafschaften mehr. Und was ich jetzt machen werde, ist Folgendes. Ich werde meinem Sohn, meinem zweiten Sohn, Prinz Östen, der ist wirklich mit der Baronie ziemlich armselig abgespeist worden durch uns. Er ist immerhin verheiratet mit einer französischen Prinzessin. Ich würde sagen, wir geben ihm diese gerade neu gewonnene Grafschaft. Das wird ihn freuen, meines Erachtens. Insofern gewähren wir ihm den Landtitel. Wo haben wir das? Wie heißt nochmal diese Grafschaft? Sunmara eigentlich. Warum wird sie uns hier nicht angezeigt? Sehe ich irgendwie falsch? Oder besitzen wir sie noch nicht? Ha! Wir haben hier noch gar nicht entzogen. Oh mein Gott, ganz vergessen. Diese wichtige Tat. Jetzt ist es vollzogen, alles klar. Dann gehen wir nochmal zu ihm. Also Landtitel gewähren. Sunmara, da haben wir es. So, das schicken wir ihm und damit ist er Graf. Und der Kleinkönig von Asab. Ah, jetzt ist er auch mit in diesem Verteidigungsbündnis. Okay. Ich meine, wir können auch abwarten, bis die Bedrohlichkeit runtergegangen ist. Aber sie ist auf 13,4 im Moment hochgegangen. Insofern lohnt es sich fast nicht, diesen kleinen Herrscher anzugreifen, sondern wir müssen eigentlich gleich ihn angreifen. Das einzige Problem ist dort Frankreich. Aber dieser Krieg muss meines Erachtens geführt werden. Der muss geführt werden. Gut, wir gucken nochmal zu den Gesetzen, die ich noch verändern wollte. Genau. Nämlich deutlicher Truppenfokus und deutlicher Steuerfokus. Das wollte ich einführen. Es gibt ziemlich viele Gegner im Rat. Okay, auch da müssen wir uns dann drum kümmern. Wisst ihr was? Ich würde sagen, das sind alles Aufgaben für die nächsten Staffel. Oder für die nächste Staffel. An dieser Stelle können wir mit gutem Gewissen die Staffel beenden, denn Großes, und das kann man jetzt mal so anerkennen, Großes ist erreicht worden von Borgward dem Zweiten. Mit einigen Umwegen und Eskapaden hat er es tatsächlich geschafft, sein Ziel zu erreichen. Er ist König von Norwegen und König von Schweden und hat jetzt die besten Voraussetzungen, um auch noch die anderen Ländereien hier zu erobern, die zu Schweden gehören und vielleicht auch noch diesen Zipfel dort oben. Wir werden es sehen. Frankreich wird noch ein Thema sein. Aber die Zukunft steht ihm offen. Sicher hat er andere, weitere Ambitionen. Ich erinnere noch an diese Erbschaft. Hier hat sich allerdings noch nichts getan. Wartet, was ist denn hier los? Zwerker ist jetzt schon König geworden. Sehe ich das richtig? König von Aquitanien und er ist nicht König von England geworden. Ach so, weil er noch nicht. Alles klar, weil er noch nicht gestorben ist, ist er das noch nicht. Das ist natürlich jetzt interessant. Ich vermute mal, das wird hier die Sache schwieriger machen. Oh ja. Oh ja. Ein König zu töten ist deutlich schwieriger. Und ihr seht es, sind auch nicht so viele bereit. Wir werden hier nochmal Geschenke verschicken. Na, gibt doch einige Feinde, die er hat. Es ist teuer, aber das müssen wir jetzt durchziehen. Ja, wir hätten diese Aktion vielleicht doch schon früher starten sollen. Schauen wir mal, auf welche Stärke wir kommen, wenn die noch mit dabei sind. Eine Anfrage läuft noch. Olaf von Mallorca kann sich noch nicht recht entscheiden. Nee, der ist offenbar nicht dabei. 120 ist so ein entscheidender Knackpunkt. Okay, gut. Da kann man nur hoffen, dass in Aquitanien die Sache sich so ein bisschen destabilisiert. Wir könnten. Ah nein, unreine Berührung, sowas geht alles nicht. Aha, okay, also diese Chancen sind leicht gesunken, aber vielleicht
Vielleicht wird es noch was. Wie sieht denn jetzt hier die Erbfolge aus? Ah, schaut mal. Der ganze Plan geht sowieso nicht richtig auf, weil er eine eigene Erbfolge dann ins Spiel bringt. Edler ist erst auf Nummer 5. Das heißt, selbst wenn wir ihn töten, gibt es andere, die da vorne stehen. Insofern, ich glaube, den Plan können wir, den können wir beenden. Das bringt nichts. Das war eine ganz hübsche Perspektive, aber selbst wenn wir das früher getan hätten, obwohl doch, wenn wir es früher getan hätten, dann wäre das eine Möglichkeit gewesen, weil dann wäre er noch nicht in die Erbfolge eingetreten. Das heißt, seine Erbfolge hätte noch keine Relevanz gehabt. Okay, also hier hat sich das Zögern wirklich zum Nachteil von Borgward ausgewirkt. Wie auch immer, trotzdem schmälert das nicht seinen jetzigen Erfolg. Wir schauen noch mal ein bisschen in der Gegend rum, bevor wir diese Staffel beenden. Wir müssen einfach noch mal auf Frankreich hinweisen, auf das Powerhouse Frankreich, weil sie nicht nur an sich schon stark sind, sondern weil sie auch eben viele langfristige Tributstaaten haben, nämlich Novgorod zu unserem Leidwesen, England, Schweden, also Kleinkönigreich Schweden, den Rest von Schweden und Britannien. Das macht sich schon sehr, sehr stark mit 42.000 Männern. Das ist mit Sicherheit hier, mal abgesehen von Byzanz, das mächtigste Reich. Wir gucken nochmal auf Dänemark. Hier haben wir König Hinza von Dänemark, 24 Jahre alt. Noch immer ein Finne, noch immer aus dem Hause Siversky. Mit dem will ich mich dynastisch nicht verbinden, weil das durchaus ein potenzieller Feind ist. Sie herrschen über die Suomi im Übrigen, auch nicht ganz zu unterschätzen. Es gibt allerdings einen Verteidigungspakt gegen Dänemark, das ist ganz interessant. Die Bretagne ist dabei, der Deutsche Orden, der Papst und so weiter. Gut, soweit zu Dänemark. Was ist noch von Interesse? Deutschland, König Egbert, relativ zersplittert und nicht sonderlich machtvoll mit seinen 10.000 Männern, dümmlich im Übrigen und exkommuniziert, eigentlich gefundenes Fressen. Vermutlich, wenn ich Frankreich wäre, würde ich hier den Angriff durchführen. Sie verteidigen sich auch gerade, aber das sind kleinere Kriege. Okay, dann haben wir natürlich unser Schottland, das gehört uns, das ist unser Tributstaat mit König Hrane an der Spitze, 30 Jahre alt. Wir haben Irland, das inzwischen nicht mehr unabhängig ist, sondern Tributstaat ist von Italien. Ja, König Maldob der Mönch. Ja, und auch dauerhafter Tributstaat, interessanterweise. Okay, die Situation in Aquitanien haben wir gesehen. Italien schrumpft aber von der Macht etwas, denn Byzanz greift hier immer weiter aus, so wie es den Anschein hat. König Abondio der Weichliche ist König. Aquitanien hat hier Besitzungen in Spanien. In Spanien ist die Sache unübersichtlich, aber es gibt, glaube ich, noch einen König, nämlich König Guillaume, der Hammer von Asturien. Aber das sind alles so kleine Königreiche, die dieser besitzt. Aber es sind 5. Asturien, Jerusalem, das ist, glaube ich, nur nominell. Da besitzt er gar nichts. Lusitania, Galizien und Leon. Ja, aber ein wirklich mächtiger König ist er wahrlich nicht. Dann haben wir nach wie vor das christliche Königreich Ägypten, was sich hier stabil hält, unter König Adrian von Ägypten aus dem Hause Ernste, ein deutsches Haus. Und sie sind auch erstaunlich stark. Mit 30.000 können sie sich vermutlich sehr, sehr gut, hätte ich gar nicht erwartet, sehr, sehr gut verteidigen. Die muslimische Welt ist gespalten zwischen diesem Kalifat, geführt von Sifax dem Gerechten, dem Aylaliden-Kalifat. Ja, hier, das sind noch Reste dieses Kalifats in Kleinasien. Auch nicht allzu mächtig, aber es kann sein, dass es da anders funktioniert mit den Vasallen. Ich weiß es nicht so genau. Und dann gibt es die Tuloniden, wie wir sehen, die hier ihren Hauptsitz haben. Und der Kalif Firus, dem Prächtigen. Oh, 92.000. Das ist beeindruckend. Okay. Also der könnte Ägypten doch einfach überrennen, wenn er wollte. Und natürlich Byzanz. Das Interessante an Byzanz ist, sie haben offenbar ihre Hauptstadt verlegt, hier in den Kaukasus. Das ist der neue Basileus, 9 Jahre alt. Auch er,
natürlich mächtig, 61.000 Mann, die Byzanz aufbringen kann. Das unsere kleine Umschau über Europa. Ja, und dann bin ich sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht in der nächsten Staffel. Ich freue mich schon sehr darauf. Wir sehen uns dann dort wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Steinball.